Nur mal so zum Nachdenken. Ist euch aufgefallen, dass die halbe alternative Szene bei Rammstein aufläuft, während zugleich das Bilderberger Treffen stattfindet? Klar ist Rammstein als Dreh- und Angelpunkt des US-Militärs ein entscheidender Stützpunkt. Die fortwährende Aggression im Mittleren Osten, Osteuropa und Nordafrika wird hier koordiniert und logistisch unterstützt. Es geht von deutschem Boden ein Krieg aus. Aber warum gerade der Protest zu diesem Zeitpunkt, wenn das Jahr 365 Tage hat? Nicht, dass viel in den etablierten Medien über Rammstein, aber auch das Bilderberger Treffen berichtet wird. Die, die ihr Protest in physischer Anwesenheit äußern, können nicht an beiden Orten zugleich sein. Dies ist kein Urteil über eure Bemühungen und es ist lobenswert, dass ihr euch engagiert. Aber den Zeitpunkt scheint ein anderer für euch gewählt zu haben.